Yo, falls ihr noch günstige Coins braucht, checkt mal meine Sponsoren IG Fold und MMOJ aus. Da findet ihr momentan die günstigsten Coins überall. In der Videobeschreibung gibt es auch noch einen EM-Rabattcode. Und über einen Kauf, über meinen Link in der Beschreibung, unterstützt ihr natürlich noch gleichzeitig mich. Was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Footrough Bingo und heute ist mal wieder der Danny am Start. Was geht? Ey Leute, was geht für uns hier? Und ja, wir haben natürlich wieder neun Kategorien, die wir in der Startelf von unserer Footrough Mannschaft erfüllen müssen und ich denke, das wird auf jeden Fall ein spannendes Duell. Genau, bei Danny gibt es auf jeden Fall auch noch eine Folge. Checkt das Ganze mal aus, Link ist unten in der Videobeschreibung und ich würde sagen, wir starten mit der Formation, oder? Wir nehmen einfach die Formation, die wir am besten finden. Was hast du so? Die 3-4-2-1 und die flache 3-4-3. Also ich habe den Jackpot geknackt. Ich nehme. Digga, ich habe nur Scheiße. Okay, ich habe 3-4-1-2, das ist meine beste. Okay, ich nehme die. Was nimmst du die? Ja, ich nehme die flache 3-4-3 und dann schauen wir mal, was für Captains wir so bekommen. Los geht's, Digga. Direkt am besten Footy. Okay, Ronaldo habe ich schon mal. 95er Ronaldo. Der ist fresh, Digga. 95er? Okay, ja, 95er Ronaldo. Damit 95er Plus Spieler, dann zählt der auch, oder? Der 95er, ja, oder? Ja, normal. Zählt auch. Okay, Digga, 93 Tempelchen auch damit. Okay, perfekt. Jetzt brauche ich gleich nur noch Piqué dann. Hat man schon mal perfekt liegen und so weg. Okay, 93 Tempo hat Ronaldo. Ja, ich habe den 97er Ronaldo, der macht bei mir auch direkt zwei shit. Sachen. Okay, fuck. Okay, bei ihm läuft. Aber dafür ist mein Stürmer richtig kacke. Egal, ich gehe ja, ich schau mal. Ich gehe einfach direkt in die Innenverteidigung. Ich möchte direkt Pepe haben. Tevez. Okay, Tevez. Ja, Pepe braucht man, Digga. Sonst wird kritisch. Egal, ich habe Tevez International Man of the Match. Der ist auch nice. Aber, Digga, die Footies, die sind übel selten, habe ich irgendwie ein Gefühl. Ich weiß auch nicht, ey. Ich ziehe die richtig selten. Mal schauen, ey. Komm, mein Sturm. Higuain noch, Alter. Ich habe den perfekten Stürmer. Higuain und Tevez, ey. Zwei Argentinier, aber die bringen mir nicht wirklich viel. Hast schon Team of the Year auch noch nicht, ne? Ja, mein Team ist gerade richtig lasch. Oh, mir fällt gerade auf, dass ich zweimal Footie als Kategorie aufgeschrieben habe. Läuft bei mir. Okay, läuft bei dir, Digga. Okay, einer reicht auf jeden Fall. Okay, warte. Okay, shit. Hä? Ja, ich muss gleich nachschauen, was jetzt die Kategorie ist, die ich gar nicht aufgeschrieben habe. Bei mir läuft, Digga. Mach doch jetzt kurz. Du hast mir nur 8 Kategorien gesendet, deswegen habe ich zweimal Footie aufgeschrieben. Oh, shit, Digga. Das habe ich verpeilt, warte. Digga, ich habe selber nur 8 von mir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nein. Hä? Digga, welche fehlt? Ah, doch, ich habe 5-Star-Skill habe ich. Ah, ja vergessen. Gut, aber den habe ich dann sowieso mit Ronaldo. Okay, Leute, wir haben es gepeilt. Ich habe vergessen, Danny den 5-Star-Skiller zu senden. Okay, den haben wir ja beide trotzdem mit Ronaldo. Ja, top. Shit, Digga. Dann geht's direkt weiter. Ich brauche mal noch den Footy, Mann. Ich sehe den irgendwie nicht. Oh, David Silva. 88er Footy, David Silva. Nice, Mann. Okay, den hätte ich auch. Iniesta, Team of the Year. Danke. Oh, shit. Oh, fuck. Team of the Year brauche ich auch noch. Das Ding ist, ne? Ich komme hier nicht auf 100 Chemie. Ich habe 25 Chemie bislang. Was ist los bei mir? Was baue ich hier eigentlich? Also auf die Chemie komme ich aber niemals auf das Rating. Dinger, Toni Kroos habe ich auch noch. Shit, Alter, zwei Footies habe ich auch schon am Start jetzt hier. Ja, okay, wird schwer auf jeden Fall alles zu erfüllen, aber das ist eine kleine Challenge. Schauen wir mal. Komm, jetzt noch ein Footie. Okay, Team of the Modric. Digga, bei mir läuft gerade richtig. Also, ich habe einen 188er. Ich könnte theoretisch alles packen. Okay. Ey, ich hast schon Pepe. Digga, ich habe nicht. Oh, Terry und Pepe. Ich hätte Terry als dritte Footie-Karte, Digga. Aber ich muss Pepe mitnehmen als International Man of the Match. Shit, Digga, was sehe ich für Spieler, Mann. Okay, komm, warte, die letzten zwei Spieler, nochmal Terry, okay, Batra, ich könnte vielleicht, warte mal, ey, das ist echt, das läuft gerade gut, Mann, ich nehme den mit, okay, komm, jetzt noch ein guter Torwart, oh, der Stegen dreht, ey, Digga, das, ich hätte 4 Footies gehabt bislang. Ey, das gibt es nicht, ich habe keinen einzigen Footie, okay, ich habe nichts gesagt, Nani als Footie. Shit, Digga, okay. Der passt doch noch perfekt rein. Jetzt. Ui. Digga, ich habe 89er Wertung, 89 Chemie. Ich muss mal kurz schauen, was ich überhaupt noch Perfect Link habe ich. Zwei Nationen, dieselbe habe ich auch, oder? Neymar ist jetzt auch am Start, der geht mal auf die rechte Digga, Seite. Ich brauche nur noch, glaube ich, 88er Teambewertung und 100 Chemie. Ich brauche das Team eigentlich nur noch gut fertig bauen. Wie sieht's bei dir aus? Warte mal. Oh, der Perfect Link. Fuck. Ich muss noch den Perfect Link kriegen, dann habe ich alles. So. Ah, hast du nicht Pepe gezogen? Nein, Pepe habe ich nicht bekommen. Okay, das ist sehr. Okay, warte mal, ich habe. Was ist das für Spieler, die ich gezogen habe? Okay, ja, das Rating sollte ich auch hinkriegen, wenn ich die Ersatzbank sortiere. Okay, Name habe ich auch noch, 91er Name, aber da brauche ich auch nicht so viel. Shit. Oh, ich komme nicht auf 100 Chemie, glaube ich. Ich pack das echt nicht. Okay, Messi ist am Start. Messi oder Modric? Messi oder Modric?
Oh, das gibt's doch nicht, Mann. Nein, jetzt würde sogar Mascherano für einen Perfect Link reichen. Stimmt, ey. Ja, okay, vielleicht ziehst du ihn. Junge, warum habe ich nicht eben Baby VA-Verteidiger mitgenommen? Was habe ich da gemacht? Ich check das nicht. Junge, ich habe 86 Chemie, ey. Ich weiß auch nicht, was ich hier gerade gebaut habe. Benzema, okay. Benzema pusht nochmal ein bisschen. Ja, ich glaube, ich krieg alles hin, außer den Perfect Link. Digga, ich brauche noch Messi, ne? Dann wäre das Team eigentlich fertig. Und ich brauche noch einen Innenverteidiger, sonst sollte ich eigentlich alles... Ich sollte eigentlich alles schaffen, wenn jetzt alles gut läuft. Okay, 88 Bewertung, das... Ah, das soll ich auch packen. Wie sieht's bei dir aus? Wie viel Bewertung hast du? 88, aber ich sortiere die Ersatzmann noch. Eine 89 kriege ich hin. Ja, okay. Ja, muss ich auch noch. Okay, ich hab übel krasse Ersatzbankspiele eigentlich. Aber ich habe nur 86 Chemie. Das wird schwierig, ja. Ich habe eine 89, das wäre safe. Warte mal, David Silva. Nein, ich kann Messi nicht mehr ziehen. Scheiße. Jackpot, ja. Wow, ich habe sogar 90er Rating. Was ist denn hier los? Juh, Digga, ihr rastet richtig Obwohl aus. Obwohl das so extrem schlecht losging. Die Spieler am Ende haben noch geregelt. Ja. Okay. Shit, ey, ich brauche noch entweder einen neuen Innenverteidiger oder einen neuen Stürmer, sonst packe ich das nicht mehr. Das gibt's doch nicht. Ah doch, warte mal, der ist perfekt. Okay, okay. Aber der, okay, ich bin auf. Das war nicht so perfekt. Digga, ich bin auf 95 Chemie, aber 87er Wertung. Aber wenn ich jetzt gleich die Bank sortiere, dann sollte das eigentlich klappen. Okay, Bellerin habe ich noch. Okay, 96 Chemie. Im Manager könnt ihr auf 100 kommen. Jo, ich versuche hier irgendwo noch einen Perfect Link zu finden, aber ich habe weder in der Startelf noch auf der Ersatzbank einen Perfect Link. Das kann ja dann nichts werden. Naja, Digga, das wird kritisch, aber ich brauche 4 Chemiepunkte. Die sind ja eigentlich durch. Ah, doch, warte mal. Wenn ich jetzt Neymar vorne in den Sturm stelle. What? Es gibt einen Chemiepunkt weniger. Was ist das denn? Fuck, Alter. Ja, okay, Neymar als linken Flügel im Sturm. Okay, ich bin auf 96 Chemie. 4 Punkte kann man eigentlich nicht mit Manager bekommen. Nee, normalerweise nicht. Nee, das ist Todesbro gerade. Aber, warte mal, wenn ich den jetzt nehme. Okay, warte mal, der könnte. Jawohl, 99 Chemie. Oh, what? Okay, ein Chemiepunkt. Digga, ich bin auf der 86er Bewertung. Was ist jetzt los? Ich muss noch kurz die Bank sortieren. Hä? Wie kann ich denn keinen einzigen Perfect Link haben, Mann? Fuck, Digga, das ist echt. Das ist richtig, Bro. Ja, okay, du hättest halt Pepe gebraucht, Digga, ne? Ich könnte sogar irgendwelche Ersatzspieler einfach ins Tor stellen. Ich würde trotzdem auf die 100 Chemie kommen, aber die würden mir trotzdem keinen Perfect Link bringen. Echt? Junge! Du musst es mal. Ey, ich komm nicht. Nein, Digga, ich komm nicht. Ah, doch, okay, ich bin auf einer 8. Junge, weißt du, wer mir gerade die 88er Bewertung gebracht hat? Der erste Reservespieler, Mann. Ich habe die Reservebank sortiert und das hat geklappt, Digga. Ich glaube, das war's nie. Okay, bist du fertig? Ja, ich gucke immer noch nach dem Perfect Link, aber ich glaube, das wird dir nichts mehr. Ja, okay, also hast du nur ein Kriterium nicht. Fuck, ne? Ja, genau, den Perfect Link. Ja, Digga, bei mir könnte es auch noch knapp werden. Ich habe einen Chemiepunkt nicht, ne? Wenn ich jetzt keinen passenden Manager ziehe, dann weiß ich auch nicht. 100 Chemie hast du safe, ja, ne? Ja, normal. Ja, okay, ich schau jetzt mal. Okay, ich mach den entscheidenden Manager. Okay, Jose Mourinho, der sollte einen Chemiepunkt bringen. 188er Draft. Okay, ich hab's gepackt. Ich glaube, ich hab alles. Ich muss mal kurz durchschauen. GG. Ich glaube, ich sollte alles haben. Ja, man war auf jeden Fall fresh. Bei dir fehlt jetzt nur die eine Sache. Das ist richtig hart. Aber wir haben geile Teams gebaut. Wen hast du überhaupt als Footy gezogen, Digga? Ah ja, Nani. Ne? Ja. Als Valencia-Version, ne? Okay, der ist nice dann. Ich hab alles. Okay, ich hab alles. Okay. Naja, kannst du noch irgendwas finden bei dir? Nein, das wird nichts mehr. Ich habe einfach den Manager jetzt reingeballert. Ich habe auch Mourinho. Ich habe jetzt ein 190er Team. Das sieht insgesamt ziemlich fresh aus. Aber was soll man machen, Mann? Der Perfect Link war einfach nicht vorhanden. Habe ich es vielleicht verpennt, irgendwann mal einen Spieler zu nehmen, der gepasst hätte. Aber ich habe richtig auf Mascherano oder Pepe gehofft. Und die kamen halt einfach nicht. Von daher, scheiß drauf. Till hat gewonnen. Glückwunsch dafür. Aber auf jeden Fall, wir haben beide, denke ich mal, ein freshes Team gebaut. Vor allem mit den neuen Footy-Karten. Sieht auf jeden Fall relativ fresh aus. Wie gesagt, checkt auf jeden Fall jetzt noch die Episode bei Danny aus. Da haben wir auch noch ein Footdraft-Bingo gemacht. Und ja, checkt das Ganze aus. Link ist in der Beschreibung. Das war's. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.